Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Die Sims 4 Werde berühmt. Ja, wenn ihr euch fragt, wo Ishan gerade ist, wir sind hier bei einem Bekannten und bereiten gerade ein Abendessen vor, auch wenn die das jetzt nicht so gerne gesehen haben. Ah, aber wir haben halt Hunger. Und ich habe gedacht, dann laden wir doch mal alle zum Abendessen ein. Wir haben es jetzt auch gezahlt. Gucken wir mal, wie die Qualität ist. Normal. Okay, alle zum Essen rufen. Gibt Happa Happa. Jungs und Mädels. So, glücklich sind wir. Das ist schon mal gut. Ja, ist alles so lala. Habe ich extra für euch gekocht. Ich habe die Zutaten bezahlt. Mir wurden 14 Simoleons abgezogen. Sie sieht auch süß aus. Welchen Level haben wir denn im Fotografieren? 1, die Hälfte. Gunada. Von ihr haben wir ja schon ein Foto gemacht. Von ihm könnten wir noch eins machen. Foto machen von... du bist das, glaube ich, ne? Ja, genau. Er ist es. Und du bist müde, dann gehen wir bald heim. Das essen wir gerade noch. Oh, die haben auch eine schöne Küche. Mikrowelle haben wir gar nicht, ne? Ja, da sitzen wir in getrauter Zweisamkeit. Wobei sie ist nicht unsere Freundin, ne? Wir sind ja nicht mal daheim. Wir essen nur hier. Und sie ist die Mitbewohnerin von der, die uns hier eingeladen hat. So, Foto müssen wir machen. Da drehen wir auch. Filter anzeigen. Blitz. Noch weiter rauszoomen kann ich halt nicht. So. Gucken wir mal, ob wir ein bisschen gestiegen sind im Level. Nicht sichtbar. So, wir gehen mal heim. War schön mit euch. Nett euch kennenzulernen, aber ich muss jetzt heim. So, wir gehen mal zur Sophie. Falls ihr so ein komisches Rumpeln oder irgendwas hört, das ist, es ist extrem windig hier draußen. Und das ist ja immer noch kaputt. Jetzt ersetzen wir das aber. Ja, und es kann dann ab und zu rumpelt da oben mal was auf die Mieter über mir. Haben wohl das eine oder andere auf dem Balkon stehen, was dann schon mal umkippt. So, das ist nicht fertig. Dann mach das mal bitte fertig. Danach darfst du das hier mal kurz aufwischen. Und, Schlesem. Er müsste auf dem Weg hierher sein, oder? Oder auch nicht. So, du darfst mal pennen gehen. Oh, das Bild sieht gar nicht mal so schlecht aus. Die Frage... Verkaufen wir. Gibt Ruhm.
Und Ruhm ist nie falsch. Wir müssen auch noch Simpsingem Story. So, und dann können wir hier noch mal ein bisschen. Was für ein Zustand sind die? Normal. Ist sie mal fertig? Und den Rest können wir dann mal weglegen, oder? Weglegen ist hoffentlich das Richtige, das heißt dann in den Kühlschrank packen und nicht wegwerfen. Und aufräumen wäre auch kein Fehler. Was machen wir mit dem Quark dort? Ja, weglegen ist richtig. Weglegen ist absolut richtig. So, wir haben 2 Uhr nachts. Das heißt, wir könnten uns auch mal ins Bett legen. Wäre definitiv kein Fehler. So, das packen wir mal da rein. Quarkspeise, die so lange da rumgestanden hat. So, und geh mal schlafen, meine Süße. Wir haben Mittwoch, das heißt, er muss morgen wieder arbeiten. Level 2 der Fotografierfähigkeit brauchen wir noch. Was ist mit dir? Volle Blase hast du nicht. Du könntest dann mal ein Gourmet-Menü oder Frühstück. Arme Ritter. Nein, nicht Kuchen. Kuchen am Morgen bringt Kummer und Sorgen. So, wie sieht's mit dir aus? Fast ausgeschlafen, du musst aufs Klo. Ah, so, aufstehen wäre kein Fehler. So, du machst mal arme Ritter. Au. Du solltest aufstehen, mein Süßer. Hoffen wir, dass es das einigermaßen gute Qualität wird. Normal, ja. Ginge besser. Und du könntest sie danach noch mal fotografieren. Von unserem Schatzi. Und dann auch was essen. Ja, wobei so hungrig sind wir jetzt noch nicht. Oh. Er muss zum Tierarzt. Er hat Flöhe. Ne, sie hat Flöhe. Du solltest eigentlich ein Foto von ihr machen. Was genau hast du daran nicht verstanden, mein Lieber? Du musst zur Arbeit, ne? Ja. Magst du keine Fotos von deiner Süßen machen? Wow. Bestes Bild? So. Ah, doch, Fotografie ist gestiegen. Sehr gut. Zur Tierklinik bringen. Zur Tierklinik bringen.
Sie hat Flöhe. So, zu welcher bringen wir sie denn? Studio? Tierklinik, Promihaus. Da ist eine. Da. Dahin. So. Jetzt müssen wir unser Mädel hier mal anmelden. So, zur Behandlung anmelden. Was hast du für eine Brille auf? So, es kommt bald ein Tierarzt zu dir. Gut. Dann hoffen wir, dass der auch bald kommt. Was können wir denn hier holen? Alterungshappen. Mit dem Tier wird Tier älter. Das soll es ja nicht. Kannst du dein Tier wieder beleben? Stoppt den Alterungsprozess bei Nagern. IQ-Begrenzer. Ach du Schande. Stinkinator. Ja. Verjüngungshappen. Wellnesshappen. Zwischen der Zimtkräcker. Okay. Wir könnten mal aufs Klo gehen derweil. Ist ja nur die eine Tierärztin. Fanoi. Wow. Auf Tierarzt warten. Bella? Er soll zur Arbeit gehen. Was sonst? Auf was wartest du, Sophie? Warum strollerst du nicht? Ach, Bella ist dran. Sehr gut. Dann gehen wir da mal hin. Wo untersucht sie denn? Hier. Okay, kommen wir auch hin. So, einmal vorstellen. Wir sind die Sophie und das ist unsere Hündin Bella. Und sie hat Flöhe. Und du hast es im Kreuz, okay. Das war schon alles? Tantiemenbericht, okay. Isan ist zur Arbeit. Okay, müssen wir hier hin. Nächster Versuch. Ah ja, jetzt untersucht sie. Sehr gut. Hoppala. Teure Behandlung. Machen wir. So, Bella ist wieder gesund.
Dann können wir wieder heim. So, auf nach Hause. Bella kommt hoffentlich mit. Wer bist denn du? Carina Hilgers, okay. So. Sind wir wieder zu Hause? Ja, Putzdienst war da, sehr gut. Jetzt müssen wir aber dringend aufs Klo. Und dann können wir mal gucken, dass wir hier mal nach Auftritten suchen, genau. Müssen wir schließlich auch weitermachen, ne? Aber erst, was war das jetzt? Cowboy-Musik. Salziger Sudwerbespott, Kreaturen aus dem Malvenwald, Abenteuer im Toten Meer, präklinische Pharmazeutika. Wir haben Mittwoch. Wann ist ein Casting Donnerstag? Casting Donnerstag ist überall Donnerstag, okay. Vladislaus Hardware. Wer zahlt denn gut? 500.000, 200.000, 300. Wenn wir gut sind. Wilde Flammen. Das sieht allerdings gut aus. Level 3 der Comedy-Fähigkeit. Machen wir mal wilde Flammen. Level 3 der Comedy-Fähigkeit. Wir haben Level 3 der Comedy-Fähigkeit. Sehr gut. Passt. Wir können auch mal ein bisschen Gitarre üben. Dass wir da weiterkommen. Und da müssen wir ja noch für Fame, für Ruhm sorgen. Stimmt. Und so langsam haben wir auch ein Musiklevel erreicht, der ganz gut klingt. Gitarre und Singen. Sharpest phantom earth, do da veep nay be sharp and hoof, shars verva tanquil brefni. Ja, so langsam kann sie sich hören lassen. Whips or flushes shita, niblemi la featheroy, fane be floof shar brefni, sharps a oot la love. Ja, und ich würde sagen, dann verabschieden wir uns auch mit diesen Tönen aus der heutigen Folge. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann seid auch das nächste Mal wieder mit dabei. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.